Russland. Das ist eine These, die viele namhafte Militärexperten auch im Westen bringen, die sagen, Russland führt keinen imperialistischen Eroberungskrieg. Russland ist in die Ukraine hineingegangen, um sich vor der NATO zu schützen, vor der NATO-Ostausdehnung, vor der Stationierung von Raketen. Aber diese Argumentation, die lässt man ja nicht gelten, die nimmt man nicht mal zur Kenntnis. Wer die äußert, wird bereits als Landesverräter abgestempelt. Kommen wir nun zu Außenminister Lavrov und seiner Jahrespressekonferenz. Ich zitiere das hier, einfach damit Sie mal die andere Sicht sehen, was ja in den Medien ausgeblendet wird, in dieser Kriegsbegeisterung. Zitat: Was jetzt in der Ukraine geschieht, ist das Ergebnis jahrelanger Vorbereitungen der USA und ihrer Satelliten, um einen globalen hybriden Krieg gegen die Russische Föderation zu führen. Niemand verheimlicht dies.